Hochschwingende Energetisierung von Kristallen für Fukushima. Keisha Crowder, eine Schamanin und Erdenhüterin, hat uns alle dazu aufgerufen, mittels Kristallen mitzuhelfen, diese radioaktive Strahlung zu neutralisieren und somit eine äußerst bedrohliche Gefahr der weltweiten Verseuchung mit Radioaktivität zu verhindern. Unsere Gäste Manuela Geiswinkler und Ingenieur Herbert Klanschnick unterstützen diese Aktion und werden uns darüber etwas berichten. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CryptoTV. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen. Es gibt viele von Menschenhand gemachte Katastrophen. Eine davon ist Fukushima. Leider ist wieder dieses Ereignis aus den Köpfen der Menschen weit, weit weg. Die radioaktive Strahlung wirkt Millionen von Jahren, bis sie wieder abgebaut ist. Gibt es dafür Lösungen, dass man es vorzeitig beenden kann? Es gibt Menschen, die machen sich darüber Gedanken. Ich habe mal im Internet nachgesehen, was es da an Lösungen gäbe und bin da auf zwei sehr interessante Menschen gestoßen. Ich möchte euch nun die Frau Manuela Geiswinkler vorstellen. Hallo. Manuela, was machst du so und wie bist du überhaupt zu dem Thema Fukushima gekommen? Also es ist mir schon einige Jahre lang ein Bedürfnis, mich für die Menschen, für die Tiere, für die Erde und für die Umwelt einzusetzen. Mhm. Und aufgrund dessen bin ich draufgekommen, dass es da an vielen Dingen mangelt. Und dahingehend habe ich dann im Juni 2013 meine Erdenengelagentur gegründet. Mhm. Und bin natürlich viel im Internet und habe viele Kontakte. So bin ich dann auch zu dem Aufruf gekommen, Kristalle zu sammeln, und ein Erdenengel von meiner Agentur, der Ingenieur Herbert Klanschnick, hat sich sofort bereit erklärt, dass er mit mir gemeinsam eben die Kristalle energetisieren, dann noch in einer bei unserem Freundeskreis, den ich 14-tägig anbiete hier in Salzburg. Das ist eine weitere Gruppe dann? Das ist eine Gruppe, genau. Mhm. Wir treffen uns 14-tägig in Salzburg. Und die Daten findet man dann alle auf meiner Website, die ihr dann wahrscheinlich einblenden werdet. Ja, werden wir am Schluss dann vielleicht noch einblenden. Genau, ganz richtig. Genau. Da sind alle Informationen drinnen. Da steht das Video von der Keisha Crowder. Das ist eine Schamanin aus Amerika, Little Grandmother genannt. Mhm. Die hat den Aufruf gestartet, dass wir eben weltweit Kristalle sammeln, diese dann mit Gebeten und dem Auftrag programmieren, dass sich die Kristalle mit allen Kristallen weltweit verbinden und somit können wir die Radioaktivität neutralisieren. Weil das Ganze ist ja in den Medien ziemlich totgeschwiegen, aber die bedrohlichen Auswirkungen, die sind halt schon wesentlich massiver, als uns überhaupt mitgeteilt wird. Okay, und kommen wir gleich zum Herrn Ingenieur Herbert Klanschnick. Sie haben sich da angeboten, auch diese Kristalle sozusagen zu energetisieren oder programmieren, dass das dann Information bekommt und in Fukushima dann wirken kann, oder? Das ist richtig. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile schon seit 6 Jahren mit der energetischen Wirkung von Kristallen auf den Menschen. Ja. Hat angefangen mit einem spirituellen Erlebnis mit Atlantis zusammen, Lemurien, wo ich gesehen habe, dass ich schon einmal mit Kristallen eben tätig war. Also Sie haben früher schon in Atlantis, Lemurien eine Erinnerung von einem anderen Leben damals? Ich habe bei einer Rückführung einfach ein gewisses Bild vor Augen gehabt, und dieser Rückführungsspezialist hat dann eben genau gesagt, ja, du hast da ganz eine spezielle Technik da, hat er selber auch noch nie gesehen. Ich lege also die Kristalle nicht, wie seit 1000 Jahren üblich, direkt auf den Körper auf oder in der Aura des Körpers heraus, weil bei der Technik
sind die Kristalle zwar wirksam, sie nehmen negative Energie aus dem Körper heraus, speichern die aber im Kristall drinnen. Mhm. Das ist gut für die eine Person, ist aber schlecht für weitere Personen, die schon in der Tür warten und genau die gleiche gute Energetisierung haben möchten, weil einfach die negative Energie in den Kristallen gespeichert ist. So, und mein Zugang ist ein komplett anderer, ist weltweit, was ich also recherchiert habe, bisher noch immer einzigartig. Ich lasse die Kristalle rotieren. Das heißt, ich habe ein Gerät entwickelt für den Menschen zuerst einmal, wo also 12 Rosenquarzkristalle rechts drehend im Kopfbereich rotieren. Und dann habe ich nochmal eine Erinnerung von oben bekommen, dass ich auch im Fußbereich ein zweites Rad der Kristalle mache, wo 12 unterschiedliche Kristalle ebenfalls rechts drehend rotieren. Und der riesengroße Unterschied gegenüber der herkömmlichen Kristallheilungstechnik ist der, dass ich die Kristalle nicht direkt mit einem Körperkontakt zum Menschen verbinde, sondern durch die Rotation können sie die positive Energie nach innen abstrahlen, nehmen aber keine negative Energie auf. Und der riesengroße Vorteil ist das, ich habe ein spezielles Wasser entwickelt, also ich schreibe mich gern Kristall- und Wassertechniker. Kristalle sind mein Hobby, Wasser ist mein Beruf. Ich bin also Projekttechniker für Heizung, Klimalüftung, Sanitär, habe also beruflich damit zu tun und weiß mittlerweile, dass wenn ich die Kristalle in sehr hochschwingendes, sauber gereinigtes Wasser hineingebe, dass die Kristalle einen zusätzlichen Schutz aufbauen, sodass man hintereinander mehrere Personen in das Kristallgerät hineinstellen kann und eben energetisiere, ohne dass eine negative Energie von einer Person auf die Kristalle übertragen wird und von den Kristallen auf die nächste Person. Und das hat natürlich einen riesengroßen Vorteil bei Vorträgen, bei Seminaren oder sonstiges. Also mittlerweile habe ich verschiedenste Wassersorten ausgetestet. Wenn ich normales Leitungswasser nehme, dann ist die Anzahl der Personen, die ich hintereinander im Kristallgerät drin stehen habe, oder kann 5. Das heißt, ich kann 5 Personen hintereinander sozusagen bearbeiten mit normalem Leitungswasser. Dann habe ich Versuche gemacht mit sehr, sehr hochschwingenden Wassern, zu dem Zeitpunkt damals zumindest noch. Da war Vollmondabfüllung von einer St. Hans-Quelle, Nickenwasser, Kangenwasser, verschiedenste Wassersorten und dann zum Beispiel auch noch ein rechtsdrehendes Heilwasser von der Lourdes-Quelle, dazu muss man wissen, man kann jede Art von Wassersorte energetisch austesten. Das geht mittels einer Bovis-Tabelle, wo man also mit einem Pendel einfach energetisch fragt, zum Beispiel, wenn ich hier ein Glas habe, hier meine Pendeltabelle, ich schwinge mich oder ich denke an dieses Wasser und frage das Pendel, ohne dass ich die Hand bewege, welche Energie hat dieses Wasser? Dazu muss man wissen, ein normales Leitungswasser hat ziemlich genau die Energie von 6000 Bovis. Das rechtsdrehende Heilwasser von Lourdes, von diesem Wallfahrtsort, hat 26.000 Bovis. Und seitdem die Schwingung der Erde, in Verbindung mit dieser 21.12.2012 Geschichte, nach oben aufgegangen ist, sind also wesentlich höhere Energien mittlerweile möglich bei Menschen als auch beim Wasser, als auch bei Kristallen. Das heißt, ich bin jetzt in der Lage, ein Wasser herzustellen, das schon über 900.000 Bovis hat. Das machen Sie dann mit diesem Kristallgerät? Unter anderem. Das Kristallgerät ist nur ein Hilfswerkzeug und es schaut halt optisch ganz nett aus. Es rotieren da Kristalle. Es ist eine Kombination von verschiedenen Techniken. Wenn ein Mensch drinnen steht, habe ich also die Blume des Lebens, die rotierenden Kristalle, das hochschwingende Wasser, habe auch noch zusätzlich eine Kornkreisenergie mit eingeschwungen. Das heißt, ganz was Spezielles, es hat das Land diesen Kornkreis gegeben in Andex und der schaut so ähnlich aus wie mein Kristallgerät. Das heißt, rund, das ist nichts Neues, aber hier waren eben 12 so Außenspitzen drauf und es ist für mich eine rechtsdrehende Schwungbewegung, schaut aus wie ein Wirbelrad und in der Mitte drinnen. Also ein Wasserrad auch. Ja, Pumpe, Flügel oder was auch sonst immer in der Richtung. In der Mitte drinnen ist das für mich eine Welle, eine Achse, der Mittelpunkt sozusagen. Und wenn ich das jetzt auf mein Kristallgerät sozusagen umstellen würde, habe ich in der Mitte den Menschen, der steht, und außen rechts drehen 12 Kristalle,
die sozusagen um den Menschen herum rotieren. Und in dem Fall werden jetzt auch diese Kristalle dann programmieren mit der Information, richtig, dass sie dann in Fukushima also die Radioaktivität neutralisieren, oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Was also dieser Aufruf von der Kisha, Little Grandmother, ist relativ genau beschrieben. Sie hat da anscheinend diesen Input hereinbekommen, dass die Kristalle sehr gut mit anderen Kristallen zusammenarbeiten können, mhm, weltweit. Und wenn man weiß, und Masaru Emoto hat das bewiesen, dass jeder Tropfen Wasser aus Millionen Kristallen besteht, Wasser kann lesen. Das heißt, du legst ein Wasserglas auf ein beschriebenes Blatt und da steht Liebe drauf. Du nimmst einen Tropfen, du hast den Schock gefrieren, mit einer Mikrokamera sozusagen ein Foto aufnehmen. Das ist ein wunderschöner, symmetrischer Kristall. Mhm. Wenn du das gleiche so Wasser. Eine wunderschöne Schneeflocke zum Beispiel. Gell? Genau, ja, genau. Wenn du das gleiche Wasser zum Beispiel auf ein Blatt Papier auftust, wo Hass, Neid, Missgunst, Eifersucht und so weiter, mhm, draufsteht, du nimmst den gleichen Tropfen, schockgefrieren, aus dem gleichen Glas sozusagen raus und du machst dann ebenfalls diese Foto mit der Kamera, ist verblüffend, innerhalb von Sekunden schlägt sozusagen das Kristall um in eine unförmige Masse, ohne irgendeine Harmonie drinnen. Und das hat er mit verschiedensten Sachen ausprobiert, mit Musik, einerseits lauter Disco-Beat und Rock'n'Roll, gegenüber Mozart, Bach, Brahms und so weiter. Auch da merkt man das. Aber am schlimmsten ist natürlich, wenn du ein Wasser in eine Mikrowelle hineingibst, ist es dann energetisch natürlich auch ein bisschen. Und der Schneekristall kann ich dann wirklich sagen, ist die Musik harmonisch oder ist sie eher mal destruktiv für dich? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und in dieser 6-jährigen Beschäftigung von mir mit dem Thema Kristalle für die energetische Gesundheit von Menschen bin ich also drauf gekommen, man kann diese Kristallenergie auch übertragen. Das mache ich seit ungefähr 7 Monaten in einer weltweiten Anwenderstudie. Das heißt, feinfühlige und aufgeschlossene Personen haben die Möglichkeit, mir ein Foto mit Geburtsdatum, Geburtsort und Name zu schicken. Und das lege ich dann zu einer vereinbarten Zeit, meistens am Abend 9:30, kurz vorm Schlafengehen, für 12 Minuten auf das rotierende Kristallgerät. Und die Rückmeldung von den meisten Menschen ist sehr, sehr positiv. Eine ganze Mappe voll von 150 Personen, aber 120 interessante Rückmeldungen, mhm, die angefangen von Kribbeln in den Händen, Chakren, Energetisierung, Meridianausgleich. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, mit gewissen Biofeedback-Messungen diese positive Energieanhebung tatsächlich sichtbar zu machen. Da könnten wir noch vielleicht so ein kleines Live-Experiment machen, dass dann die Zuseher sehen, wie das Gerät funktioniert. Ich habe genau für das hier heute ein Bild von einer Person, die ist mit einem guten Freund von mir gerade in München draußen und die hat gebeten, ob ich das unabhängig von der Fernsehsendung heute, ob ich das eventuell machen würde, weil sie sich einfach schlecht fühlt, aber trotzdem sehr feinfühlig ist. Ja, bevor wir da vielleicht das Live-Experiment machen, dass der Zuseher sieht, wie das eigentlich funktioniert, hätte ich noch eine Frage an dich, Manuela. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Die Aktion heißt ja eigentlich Kristalle für Fukushima, was ihr euch da ins Leben gerufen habt. Genau. Was macht ihr da? Habt ihr da gewisse Veranstaltungen oder habt ihr ein Treffen dann, wo ihr euch trefft und die Menschen, die Kristalle, sollt ihr die mitbringen? Also das Ganze hat man einige Stunden zu überlegen geschafft, weil das war zuerst am Anfang. Jetzt wissen wir nicht genau, wie tun wir da jetzt am besten. Und wir, also der Ingenieur Herbert Klanschnick energetisiert den dann, mhm, und wir werden diese Kristalle dann am Montag bei unserem Freundeskreis im Mesnerhaus in Liefering, aber die Adresse und das, die Zeit und alles steht dann auf der Website drauf. Mhm. Ja, und dann auch einblenden in Abspann. Genau. Und diese werden dann alle Teilnehmer mit Liebe programmieren und mit dem Auftrag, sich weltweit mit allen Kristallen zu verbinden und auch mit den Kristallen, die mittlerweile bereits in Fukushima sind, weil es sind schon etliche runtergeschickt worden, mhm, auch von anderen also Personen. Also ist schon passiert. Ja, ja. Aha. Ja. Und diesen Auftrag, den programmieren wir dann in die Steine hinein. Und
Es kann natürlich auch jeder selbst seinen Kristall, den er zu Hause hat, mitbringen am Montag und den dann ebenfalls so programmieren. Anschließend werden dann alle Kristalle, die wir schon programmiert haben, mit Liebe und dem Auftrag, werden dann energetisiert. Ihr seht da jetzt, da ist auch Rosenquarz und Amethyst, ich sehe da ein bisschen so ein Bergkristall. Genau. Welcher Stein das ist, ist eigentlich ganz egal. Also es sollte ein echter, natürlicher Stein halt sein, oder? Ein Quarzstein wäre gut, aber da lasse ich jetzt den Fachmann zu Wort kommen, bitte. Also ich habe es für mich selber ausgependelt. Es gibt gewisse Steine, die sehr gut geeignet sind dafür. So, da kriege ich Rückmeldung raus, 90-100%. Und es gibt andere wiederum, die sind für andere Sachen besser geeignet. Also wir haben uns entschieden für die Kombination Bergkristall, Rosenquarz und eben Amethyst. Mhm. Und muss ich da eins dazu sagen, ich bin ja ursprünglich Techniker in der ganzen Sache. Das heißt, ich möchte immer gerne, wenn man so etwas mehr spirituell Angehauchtes sieht, möchte ich, wenn irgendwie geht, einen Beweis, eine Messung, vorher, nachher sozusagen Austestung haben. Und deswegen bin ich jetzt dann bereits im Gespräch mit verschiedenen Stellen. Ich möchte gerne im Laufe der nächsten 6 Wochen sind das jetzt dann, die Möglichkeit schaffen, dass ich ein ähnlich radioaktiv verstrahltes Wasser auftreiben kann. Es muss nicht unbedingt aus Fukushima sein. Aber das ist ja sehr hoch, die Strahlung, oder? Wo kriegt man sowas her? Naja, LKH zum Beispiel, Nuklearmedizin oder gewisse Labore, die arbeiten mit der Richtung. Also der Wunschgedanke wäre, einfach 4 gleichartige Wassergläser mit Hausnummer 1/4 Liter drinnen. Mhm. In 3 davon möchte ich dann jeweils sozusagen einen Kristall hineingeben, für circa 2 Tage energetisieren lassen und dann am 3. Tage ausmessen, wie viel Mikrosievert oder Becquerel tatsächlich in dem Wasser nachher noch drinnen ist. Und in dem 4. Glas ist das normal übliche Wasser noch drinnen, dass man also einen Vergleich hat, wie schaut es im Originalen aus. Dazu möchte ich noch eins sagen, ich habe hier von einer ganz speziellen Technik, das nennt man Sangevini-Technik, da gibt es so eigene Energieträger, das sind also hier einfach nur so Globuli drauf. Da war ich am Dienstag diese Woche, jetzt das 2. Mal, bei einem Treffen in Hallein in einem sehr tollen Freundeskreis dabei. Da sind meistens so 20, 25 Personen drinnen und die energetisieren und programmieren solche kleine Datenträger, sage ich jetzt einmal. Und anhand von diesen Datenträgern kann man das dann auf andere Sachen sozusagen wieder weiter übertragen. Das schaut dann ungefähr so aus. Man hat hier eine entsprechende Karte, wo man auf der einen Seite hier das hochschwingende Grundding raufgibt. In dem Fall also hier dieses Teil und auf der anderen Seite dann hier den Kristall raufgibt. Also die Information von da wird dann auf diesen Stein transportiert. Genau, richtig. Im Durchschnitt sagt man ungefähr, dass so ein Kristall hier, wenn man im Geschäft kauft, irgendwo zwischen 15.000 bis 20.000 Bovis hat. Bovis also die Einheit für Energie, die man auspendeln kann. Und wenn man diese Kristalle hier mit meinem Kristallgerät einfach nur drauflegt, für 6 Minuten die anderen Kristalle rotieren lässt, geht diese Energie rauf auf ca. 300.000 Bovis. Das ist schon wunderbar und schön. Mhm. Bis zum 21.12. war die größte Energie, wo sich alle Radiästheten weltweit einig waren, in der Königskammer von der Cheops-Pyramide angegeben mit 170.000 Bovis. Aha. Ja. Mittlerweile gingen die Energien stetig und immer weiter hoch, deswegen sind also so höhere Energetisierungen heutzutage unter Wissenden, also Energetikern, Therapeuten, Praktikern, die also mit dieser Schwingung täglich zu tun haben, nichts weiß Gott wie Neues dabei. Mit dieser Sangevini-Technik bin ich drauf gekommen, dass die Energie der Kristalle und des Wassers, das man damit energetisiert, auf bis zu 900.000 Bovis aufgeht. Sehr gewaltig hoch. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen normalen Kristall hier, so wie er in den Geschäften drinnen ist, allein nur
mit Liebe übers Herz programmiert oder eben auch eine Schwingung aufbringen. Entschuldigung, für die Menschen, die nicht wissen, was Bovis-Einheiten sind, können Sie das mal erklären? Ja, da gibt es eine wunderbare Tabelle, die ihr dann auch gern einblenden könnt, wo man theoretisch eine Tabelle für den Menschen hat, damit ich es für mich jetzt dann korrekt und richtig heranbringe. Ich zeige es hier auch kurz einmal vor, das schaut dann auch so aus in die Richtung. Da gibt es im linken Bereich, der schwarze Bereich von 0 bis 1000 Bovis, bist du energetisch tot. In dem grauen Bereich von 1000, genau, in dem grauen Bereich hier von 1000 bis 3000 bist du vergiftet. 3000 Bovis ist ungefähr der Wert, den ich auspendle bei Menschen, die krank sind. Von 3000 bis 6000 Bovis, dieser blaue Bereich, kann man sagen, das sind eben Drogen, Rauschgift, Alkohol, also eher was, was einen Menschen auf Dauer hinunterzieht. Aha, ja, 6000 Bovis ist ein wichtiger Grenzwert zwischen Blau und Grün. Da sagt man, das ist der Wert von Wasser. Normales Wasser, so wie er in der Leitung überall durchgeht, und das ist ein relativ niedriger Wert. Naja, klar, es hat keinen Quellwassercharakter. Richtig, dann, genau. Der Idealwert für einen Europäer sollte sein ungefähr 7000 bis 8000 Bovis nach der alten Energieeinheit. Das schwingt jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen höher, nur dass man eben anhand von der Tabelle das redet. Und im Rahmen von meiner Studie bin ich drauf gekommen, dass die meisten Menschen, mit denen, also von diesen 150 Personen, die ich ausgetestet habe, die waren alle bei 6000 Bovis. Mhm. Der Hintergrund ist relativ einfach nachvollziehbar. Wenn der Mensch besteht zu 80% oder 90% aus Wasser, und wenn der Mensch hauptsächlich normales Wasser trinkt, dann nimmt er auch genau diese Energie an. Ich finde das ein bisschen schockierend, wenn man mal schaut, zwischen Genussmittel, Drogen und Nahrungsmittel sind dann eben Lebensmittel. Ja? Ja. Nahrungsmittel heißt eigentlich dann, ist ein Füllmittel, hat noch nichts eigentlich, was mit dem Leben zu tun hat. Und jetzt unser Wasser, was wir trinken, so da dazwischen. Ja. Das hat eigentlich überhaupt keinen Charakter, das dann das Wasser, richtig, was wir aus der Leitung kriegen. Das ist richtig. Vielleicht auch noch zum Verständnis, der grüne Bereich von 6000 bis 9000 Bovis, das sind die normalen Lebensmittel, die wir kaufen in standardmäßigen Geschäften, ohne Namen zu nennen. Ab 9000, der orange Bereich, bis 12000 Bovis, das sind die Lebensmittel, wo man wirklich aufleben würde, wenn man direkt zum Bauern geht und frisches Obst und Gemüse ohne Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was nimmt. Bioprodukte zum Beispiel sind natürlich ein bisschen teurer, aber sie sind es energetisch natürlich auch wert. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist hier genau die Grenze zwischen Orange und eben dem Rosebereich. Da sind 12000 Bovis. Ab diesem Zeitpunkt fangen Heilsubstanzen an. Mhm. Gute Medikamente, Pflanzen, Tees, wie auch sonst immer. Und ich bin eben auch drauf gekommen bei meiner Studie mit dem Kristallgerät und mit dem Austesten von Menschen, dass Heiler, Energetiker, Therapeuten, Leute, die also persönlich mit Kontakt von Mensch zu Mensch arbeiten, auch meistens in einem höheren Bereich ab 12.000, 15.000 bis 18.000 Bovis sozusagen schwingen. Mhm. Und das ist, vergleiche ich für mich immer mit so einem kleinen Beispiel wie beim Bergsteigen. Wenn ich in der Mitte des Berges bin, dann kann mich persönlich nur jemand weiterbringen, der schon oben an der Spitze ist, der sehr energetisch hoch schwingt. Da kann ich dann nach oben sozusagen bitten, kannst du mir einen Weg zeigen oder kannst du mir ein Seil runterwerfen, kannst du mich zu dir heraufziehen. Das heißt weiterhin, dass also Energetiker oder Personen, die für andere Personen etwas Gutes tun wollen, sollen durchaus wissen und in der Lage sein, ihre eigene Energie selbst entsprechend höher zu schwingen. Das ist einmal der Hintergrundgedanke. Okay. Also es schaut dann einfach so aus, Sie programmieren oder machen mit dem Kristallgerät und der Tafel da, was Sie da gemacht haben, die Steine mit dieser Bovis-Einheiten-Anhöhung und ihr beim Freundeskreis-Treffen alle 14 Tage, glaube ich, ist das, oder? Wir haben das 14-tägig, aber die Programmierung der Steine machen wir jetzt nur am Montag, den 9. Dezember. Ah, okay. Ja. Und wie viel Platz oder wie viele Menschen können da eigentlich kommen? Also wir haben da 50, 60 Personen haben da Platz, aber es muss ja nicht jeder persönlich dabei sein. Es ist natürlich schön, wenn man persönlich anwesend ist, aber wenn man jetzt aus Deutschland ist oder irgendwo anders her von Europa oder auch weltweit, ganz egal, es kann ja jeder sich gedanklich mit uns und den Steinen verbinden.
Höchstwahrscheinlich hat auch jeder selbst einen Stein zu Hause, den kann er in die Hand nehmen und kann einfach mitmachen unserer Aktion, bei unserer Programmierung. Also, es wäre vielleicht noch gut, wenn man sich mit den Devas von den Steinen verbindet und diese dann bittet, den Auftrag anzunehmen, die nukleare Verstrahlung weltweit einfach zu neutralisieren. Das und macht sie dann in einer meditativen Stimmung, richtig, und schenkt genau, Liebe und genau, positive Gedanken richtig, dann rein. Weil wenn man sich das Video von der Kisha Crowther, von der Little Grandmother anschaut, dann sagt sie, Liebe ist die höchste Frequenz. Ja, es ist das höchste überhaupt, was es gibt. Werden wir vielleicht am Schluss noch einblenden oder sollen wir da einen Link ist weiterführen? Alles auf der Website drauf. Auf der Website, dann werden wir das abspannen auf der Website und präsentieren und können sich das Video dann anschauen. Vielleicht auch den Text dann, wie wir die Steine programmieren. Mhm. Also man findet auf der Website wirklich alles. Sehr schön, das ist eine Schamanin, die Little Grandmother, genau. Die hat das dann eigentlich hauptsächlich initiiert. Die hat sie dazu gestoßen dann. Ja. Also das ist nicht nur einfach jetzt ein regionbezogener Aufruf, das ist dann ein weltweiter Aufruf, ist das jetzt. Das heißt, wir wollen das halt jetzt für Österreich und für südliche Deutschland übernehmen und mal schauen, was für eine Resonanz drauf besteht sozusagen. Okay. Aber es kann sich natürlich jeder von den Menschen an mich wenden, ich gebe gerne Auskunft. Und entweder telefonisch oder per E-Mail oder per Skype, jeder wie er will. Steht alles auf meiner Website drauf. Bevor wir jetzt vielleicht den Zusehern noch zeigen, wie das Gerät dann funktioniert, dass der Zuschauer sich vorstellen kann, was da eigentlich passiert mit den Steinen, habt ihr noch eine Information speziell über das Thema Fukushima zum Mitteilen? Ja, im Laufe der letzten Tage, muss ich ehrlich gesagt gestehen, mich mit der Thematik ein bisschen näher beschäftigt. Das Problem draußen ist ja das, dass dieses Reaktorwasser, was man jetzt hier sieht, das muss mehr oder weniger täglich ausgewechselt werden. Da fallen pro Tag bitte hunderte Tonnen an Wasser an. Mittlerweile sieht man dann hier in diesem Foto drinnen, werden die ganzen Wassermengen nur zwischengelagert in relativ schnell zusammengeschweißte Behälter, die jetzt schon langsam anfangen zum Korrodieren, zum Rosten oder sonstiges. Das heißt, es kommt mittlerweile schon dazu, dass also hier radioaktiv verstrahltes Wasser durch nicht ganz hundertprozentig dichte Schweißnähte sozusagen rauskommen. Und das Problem ist ganz schlicht und einfach, dass dieser Sammellagerplatz irgendwann einmal ausgefüllt ist. Also vor zwei Jahren ist ja das, glaube ich, passiert, das mit dem Fukushima. In diesen zwei Jahren haben sie mittlerweile 350.000 Tonnen an radioaktiv verstrahltem Wasser hier nur zwischengelagert. Und die Techniker draußen brauchen jetzt dann also irgendeine Möglichkeit und sie versuchen es derzeit über technische Filterung, die aber recht anfällig ist anscheinend, wollen sie das Wasser entsprechend ein bisschen reduzieren von der Radioaktivität, damit es nachher zumindest ins Meer abgeleitet werden kann. Mm-hmm. Und die derzeitigen Mittel von der Firma TEPCO sind ganz schlicht und einfach mal ausgereizt. Es gibt kein stimmiges Konzept, wo man jetzt so sagen kann, wie ist der Plan, wie schaut es in einem Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren aus, geschweige denn über 100.000 Jahre brauchen wir uns selber keine Gedanken mehr drüber machen, aber wenn das nächste Erdbeben kommen sollte, damals bei dem großen Erdbeben waren nur diese Reaktorblöcke davon betroffen. Wenn jetzt aber das gleiche Erdbeben nochmal passieren würde, dann sind mehr oder weniger ungeschützte Wasserbehälter im Freien draußen sofort und jederzeit gebrochen. Bitte, das ist vielleicht maximal ein 10 mm Streu. Blech da in dem Bereich drinnen und vorher waren es meterdicke Betonwände. Also der Tsunami hat ja auch Wucht dann, wenn er durch den Erdbeben dann da drauf natürlich, trifft. Gell? Das ist gar keine Frage. Das heißt also, wir sind bemüht und ich vermute also nach den Auskunft von diesen Sanjevini-Technikern in Hallein, der sagt, wenn man diese wirklich extrem hochschwingende Wirkung von diesem Teil hier hat, dann reicht es eigentlich auch schon aus, wenn man hier theoretisch nach seiner Information hier nur dieses Teil hier sozusagen auf das Teil hier rauflegt oder eben auch den Kristall
hier oben rauflegt. Ich weiß, dass Fernübertragung von Energien funktioniert. Ich weiß, dass es bei Menschen mit meinem Kristallgerät funktioniert. Also man müsste nicht nur die Kristalle rüberschicken, es würde auch mit einer Fernübertragung funktionieren. Wenn entsprechend viele Kristalle miteinander verbunden werden, weltweit, und dazu ebenfalls wieder der Hinweis auf deine www.erdenengelagentur.at, da haben wir ein PDF-File abgelegt, wo genau eben dieses Bild hier drauf ist zum Ausdrucken und wo also Menschen, die eben diese speziellen hochenergetisierten Kristalle von uns bekommen haben, dass die einfach das hier bei sich zu Hause hinlegen und diese Schwingung, diese Energie übertragen. Also dann nicht zwingend notwendig, dass man es runterschicken muss, wäre vielleicht besser, aber... Natürlich, besser. Teils. Wir werden einen Teil runterschicken und den anderen Teil werden sie die Leute mitnehmen nach Hause, sodass das jederzeit wieder wiederholen kann. Dass sie verschiedene Auswirkungen potenzieren können, ja, sozusagen. Ja. Oder vielleicht machen wir es dann auch weiterhin noch im Freundeskreis öfters. Mhm. Das werden wir schauen. Wir werden jetzt einmal austesten, wie das Ganze wirklich läuft und was dann die beste Variante ist, und die werden wir dann nachvollziehen. Und das sehr ist schön, eben genau dieser Versuch, den ich eben jetzt die nächsten Woche versuchen werde zum Organisieren, eben Kristalle direkt in verstrahltes Wasser reingeben, technisch vorher und nachher messen und zusätzlich nochmal eben per Energieübertragung, das heißt, wenn sich ein Labor bereit erklärt, das so ein Wasser zur Verfügung stellen kann, ich brauche das Wasser nicht bei mir, ich schicke Ihnen die Kristalle, das sollen das einfach nur für 2-3 Tage reinlegen, einmal vorher messen, einmal nachher messen. Mir ein Foto. Das wird sicher schwierig sein, so Wasser nach Hause zu bekommen, weil es das ist sicher selbstverständlich nicht gell? Ausgehen, aber ich glaube durchaus, dass es interessierte Forscher oder eben Labore gibt, die die technischen Möglichkeiten haben, so ein Wasser zu bekommen, herzustellen, und ob das jetzt dann irgendwo in einem Panzerschrank drin steht oder ob das irgendwo steht mit einem Kristall drinnen für 2 oder 3 Tage, ist kein großartiger finanzieller Aufwand dahinter. Das ist aber eine technische Möglichkeit, um herauszufinden, ob dieser energetische Ansatz mit Kristallen, die nukleare Radioaktivität zu reduzieren, auch tatsächlich technisch messbar ist. Es findet sehr viel feinstofflich statt, was man also technisch nicht messen kann. Ich weiß aber, bezogen auf meine eigenen Erfahrungen mit dem Kristallgerät, dass gewisse bioenergetische Messverfahren gibt, mit denen man ganz genau beim Menschen erkennen kann, was hat sich getan. Die Chakren öffnen, energetische Blockaden lösen, Meridianenergien ausgleichen, Hirnnervenkerne werden aktiviert, die Zirbeldrüse, Hypophyse, also alles, wo der Mensch sozusagen energetisch daran beteiligt ist, endokrines Drüsensystem sozusagen, wird durch diese Kristallenergie angehoben. Und deshalb ist mein Zugang zu der ganzen Sache einerseits energetisch interessiert und wissend und andererseits technisch noch immer eine gewisse Skepsis hier, und ich möchte das eben auch für mich gerne entsprechend austesten und vergleichen, damit ich den Leuten ein bisschen ein erweitertes Gefühl geben kann, rentiert sich das, was wir da jetzt hier an Zeit, Energie und Aufwand und so weiter hineinmachen. Ich finde das sehr wichtig, weil viele Menschen zweifeln dran, ob die Aktion, die wir da gestartet haben, überhaupt sinnvoll ist. Ja. Und darum finde ich es wichtig, dass das wissenschaftlich hinterlegt wird und begründet wird. Ansonsten würde mich vielleicht noch interessieren, eben wie das Gerät jetzt dann auch funktioniert. Mich interessiert einfach, was bewirkt es in den Steinen? Okay. Weil das kann man eben nicht nur eben für Menschen benutzen, dass sie gesünder werden oder Wohlbefinden haben, sondern auch bei den Steinen benutzen. Naja, am besten die Wirkung, wo ich drauf gekommen bin, ist es, wenn man einen Energieträger hat, wie zum Beispiel ein Argonkegel. Gibst du mir bitte mal da vorne das, ja genau. Das hier nennt man sogenannte Argonkegel. Die sind also aufgebaut aus Harz, innen drinnen ist eine Kupferspirale, doppelt wirkend, Bergkristalle, in dem Fall hier Rosenquarz, Späne, Metall, Messing und so weiter. Und diese Kombination von verschiedenen Techniken, wie eben Kristalle und den ganzen anderen Zirkel, ist einfach energetisch fähig, gewisse Sachen, positive Sachen zu verursachen, Elektrosmog reduzieren oder Handystrahlung irgendwie ein bisschen runterzubringen, Wireless LAN oder wie auch sonst immer. Ich habe den Versuch gemacht, mit einer deutschen Firma
die ich bei einem Vortrag einmal kennengelernt habe, die haben mir so ein Orgon-Pyramide war das damals gegeben. Ich habe das ausgetestet, gependelt, bin draufgekommen, okay, 50.000 Bobis, relativ gut für das, dass es ein technisch hergestelltes Projekt ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Energieanhebung bei Menschen so gut funktioniert, probieren wir es doch einmal bei so einem Teil aus. Ich habe ein Foto davon gemacht, habe mich mit dem Chef von dieser Firma sozusagen kurz geschlossen zu einem gewissen Termin. Werde ich also hier genau so das Foto von dem Energieträger auf das Kristallgerät raufgeben und danach testen, wie hat sich die Energie dieses Orgonkegels sozusagen erhöht. Die Erhöhung war fantastisch. Es hat angefangen mit 50.000 und der Endzustand nach ungefähr 2 Tagen hat erreicht 700.000 Bobis. Wie ermittelt man den Wert Bobis? Das geht radiästhetisch übers Pendeln, da gibt es eine eigene Tabelle, auf die man leicht zugreifen kann. Ich kann es hier mal kurz vorführen. Wenn man also hier ein Pendel in dem Fall hat, dann nimmt man das Teil hier einfach. Okay. Ja. Das heißt, ich frage jetzt dann einfach mal an, bezogen auf den Menschen. Diese Tabelle hier geht nur unter Anführungszeichen bis 14.000 Bobis. Darf ich dich als Muster hernehmen? Natürlich. Okay. Ja. Gibst du mir kurz deine Hand? Nein, nur so. Ich muss immer vorher abfragen, kann ich mit der Person testen, soll ich testen, darf ich testen? Die Rückmeldung beim Pendel ist, wenn ich an gar nichts denke, ist das Pendel komplett ruhig. Okay? Wenn ich jetzt dann sage, vorab, ohne jetzt an dich zu berücksichtigen, zeig mir bitte ein Ja. Wie würde das Pendel reagieren, wenn ich eine Frage stelle, die das Pendel im Unterbewusstsein mit Ja beantwortet? Dann schwingt das Pendel von mir aus gesehen nach vorne und zurück. Mhm. Okay? So, wenn ich das Pendel jetzt frage, Dankeschön, muss mich immer bedanken. Wie schaut es aus, wenn ich geistig sozusagen ein Nein haben möchte? Mhm. Also ich stelle eine Frage, die das Pendel mir mit Nein beantwortet, geht das Pendel hier links, rechts, hin und her. Wenn ich jetzt dann frage, ein sehr deutliches Ja, also die beste Entscheidung, der beste Job, die beste Frau an meiner Seite, also mit Ausrufezeichen, würde, ja, ganz genau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, rechtsdrehend Energie. Das ist für mich das Optimalste, okay? Jetzt sage ich Dankeschön. Und wie ist das Gegenteil? Der schlimmste Job, die falsche Entscheidung, falsche Frau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, linksdrehend. Gefallen für Zug. So auf die Art, ja, genau. So, jetzt nochmal eben die Info. Wenn ich abfrage, kann ich mit dir testen heute, kommt ein eindeutiges Ja für mich. Soll ich mit dir testen? Ebenfalls Ja. Kann ich mit dir testen? Ja. Bis jetzt dann erst ein einziges Mal einen Fall gehabt, dass eine Person zu mir gekommen ist, das Pendel aber eine Nein-Anzeige gegeben hat. Dann sind wir nachher draufgekommen, die Dame hatte gerade eben ihre Tage sozusagen. Aha. Und an dem Tag ist irgendwie nicht stimmig gewesen. So, jetzt frage ich das Pendel an, was hat diese Person mir gegenüber derzeit für eine Bobis-Energie bitte. Und da kommt hier heraus, genau zwischen Blau und Grün, der Wert, von dem ich vorher gesprochen habe, 6.000 Bobis. Also Leitungswasserwert. Leitungswasserwert, ja. Und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser und ja, hier, das ist die Rückmeldung. Zu, ja. Und wenn du willst, kannst du dich jetzt auch dann selber ins Kristallgerät reinstellen. Und wir können den Test hier nachher wiederholen. Bei den meisten Menschen geht die Energie nachher rauf auf ca. 9.000 bis zu 10.000 oder 12.000 Bobis. Das hält 17.000 bei dir, wollte ich gerade sagen, bei Energetiker, bei Heilpraktiker, die also mit dieser Energie Haushalt wirtschaften können, die wissen, dass es sowas gibt wie Meridiane, Chakren, Energieträger und so weiter, Reiki, Quantenmatrix, Prana Healing, Theta Healing. Da kann es passieren, dass auch die Energien auf 17 oder 20 oder 25.000 Bobis raufgehen. Und das ist dann schon relativ weit oben. Für energetische Heilung dann eigentlich sehr wichtig. Gell? Richtig, ja, genau, genau. Ah. So, und das, was ich jetzt dann eben kurz vorführen möchte, ein Freund hat mich gebeten, der ist gerade jetzt in München und hat einen Bekannten, der fühlt sich heute aber irgendwie schlecht. Und da hat der Robert, mein Freund, eben gebeten, kannst du mir bitte diese Person kurz aufs Kristallgerät drauflegen, hat mir über sein Handy
ein Foto geschickt. Dazu brauche ich noch den Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburtsort. Das tue ich dann ausdrucken und das lege ich dann zwischen die rotierenden Kristalle. Bei dem Kristallgerät könnte man es jetzt vielleicht kurz einmal kurz anzeigen. Okay, dann würde ich vorschauen, schauen wir mal zu dem Kristallgerät. Ich bin auch schon sehr neugierig. Okay. Wie das dann mit Kristallen programmieren, Menschen zu vitalisieren, dann auch funktioniert. Mhm. Okay, dann schauen wir einfach mal rüber. Bis gleich. Also das Rad der Kristalle werden wir jetzt präsentieren mit zwei Experimenten. Zu einem mal, wie es mit der Fernübertragung funktionieren wird. Per Foto. Per Foto, sehr schön. Und ja, danach werde ich mich noch zur Verfügung stellen. Okay, Herr Ingenieur Glatschnik, dann präsentieren Sie uns einmal Ihr Gerät. Gut, also im Prinzip ist es so aufgebaut, dass ich hier im oberen Kopfbereich, ich kann das hier in der Höhenverstellung für Fernenergieübertragung auf also einen halben Meter runter, habe also hier im Kopfbereich 12 Rosenquarzkristalle, die in dieses hochschwingende, sauber gereinigte Wasser eingelegt ist. Das ist mit so einem Umkehrosmose-Membranfiltergerät gereinigt, dass also wirklich nur noch H2O drinnen ist. Aha. Keine Arzneimittelrückstände, kein Kupfer, Kalk, Zink, Blei, Mineralien brauchen wir alles nicht. Nur reines Wasser, hochenergetisiert. Im unteren Fußbereich habe ich 12 unterschiedliche Kristalle, die genau gegenüber so aufgelegt sein müssen, wie ich es in einem Channeling von Erzin Michael reinbekommen habe. Habe ich nie in Frage gestellt, von Anfang an so eingebaut und sofort die interessanteste Rhythmen bekommen. Da wird man dann vielleicht einmal kurz das Bild einblenden können mit der Meridianmessung, wo man also vorher sieht, bei mir selber gemacht, 13 energetische Blockaden, 7 Minuten in ein Real in das Gerät hineingestellt. Und dann nur noch eine einzige energetische Blockade übrig und die ganzen anderen Energien im Körper waren ausgeglichen. Das können also die rotierenden Kristalle machen. Jetzt machen wir so eine Fernenergieübertragung per Foto. Das habe ich jetzt im Laufe der letzten 7 Monate mit ungefähr 150 Personen weltweit gemacht. Ich bitte dann immer um ein kurzes Feedback. Was haben Sie wahrgenommen? Habt ihr überhaupt was gespürt davon? Und ich teste die Menschen immer energetisch vor und nach der Kristallsitzung aus. Im Prinzip schaut es noch vom Ding her so aus, ich habe hier einfach nur ein Foto vom Gesicht der jeweiligen Person, den Geburtsname, Geburtsort und Geburtsdatum sozusagen. Und bei dieser Person hier, die jetzt gerade in München draußen ist, habe ich ausgetestet, bei den Chakren von oben nach runter, im Stirnchakra 60%, im Halschakra 50%, Herz 40%, Solarplexus 60%, Sakral 60% und unterhalb habe ich noch 30% und im Wurzelbereich 50%. Das heißt sozusagen, die schlechteste Energie hat diese Person hier im zweiten Chakra. Das sieht man nachher auch hier, jedes Chakra hat eine gewisse Farbe. In dem Fall das zweite Chakra wäre orange und ich kann hier sämtliche Farben bei der Energieübertragung sozusagen mit reinschwingen. Wenn die Person ein Problem im Kopf oben hätte, wäre es zum Beispiel violett, im Stirnbereich wäre es blau, im Halsbereich wäre es hellblau, hat die Person im Herzbereich ein Problem, stelle ich das hier auf grün ein. Im Sakralbereich ist es dann orange und im Wurzelbereich, Fußbereich wäre es dann auf rot. Bei dieser Person hier ist also Energiedefizit im Sakralbereich, deswegen wird die Energie hier orange von der Chakrafarbe hier mit eingeschwungen. Wenn eine Person direkt im Real drin sitzt, kriegt er auch noch Chakrafrequenztöne zum Anhören, sodass also eine hochschwingende Kombination von verschiedenen Möglichkeiten ist. So, ich lege also hier jetzt dieses Bild hier hinauf, schalte das Gerät ein. Rechtsdrehende Schwingung, Bewegung sozusagen und das Ganze dauert jetzt einen Zeitraum von 12 Minuten. Wir werden wahrscheinlich nicht alles komplett über die gesamte Zeit aufnehmen, aber so vom System her funktioniert also die Fernenergieübertragung per Foto auf den Menschen. Und wenn ich da hier ein Bild reingebe von etwas anderen Energetisierbaren, wie eine Orgonkegel oder eine Pyramide, die selbst gemacht ist in dieser Art und Weise, dann kann also über das Foto an diese Sache
positive Energie übertragen werden. Und genau das gleiche werde ich nachher auch ausprobieren mit einem Foto vom Reagenz, also von diesen Reaktionsbecken drinnen, wo also diese Brennstäbe drinnen sind, dass dort ebenfalls positive Energie über die Kristalle hin übertragen werden. Die Kristalle, was Sie da bei Fukushima, werden Sie wahrscheinlich dann auch so drauflegen. Wie lange muss das dann auch so? 6 Minuten. Das reicht dann bei 6 Minuten. 6 Minuten habe ich ausgependelt sozusagen, was die Kristalle brauchen, um die Energie der rotierenden Kristalle aufzunehmen. Und bei den Menschen ist es auch immer gleich die Länge oder muss man ja, das auch ausrechnen? Nein, das bei Menschen in der realen Anwendung gibt es einen Richtwert 7 Minuten. Dazu kriegt man dann einen zusätzlichen Kristall hier. Die Männer kriegen die gerade Energie sozusagen. Der kreuzende Kristall. Der kreuzende Kristall, die man in der linke Energie aufnehmende Hand sozusagen gibt und dann jeweils für eine Minute auf die einzelnen Chakren rauf hält sozusagen. Und das hier gibt bei 7 Hauptchakren genau die 7 Minuten. Frauen haben meistens lieber die runde Energie, da habe ich hier so eine Merkaba-Kristallkugel und wiederum vom System her jeweils eine Minute auf die einzelnen Chakren sozusagen auftragen. Dadurch wird diese rotierende Energie, das obere Kopfgerät holt positive Energie vom Himmel herunter, das untere Fußgerät holt positive Energie von der Erde herauf und in der Mitte drinnen wird ein Feld aufgebaut als Übergabestation auf eben das Foto, auf die Person, auf Wasser, auf Kristalle, alles was hier zwischen diesen Kristallen mit der Absicht drinnen ist, jetzt bitte auf die höchste optimale Schwingung für mich, für das Gerät, für die Sache, für die Situation, dann nimmt es auch genau diese Schwingung sozusagen an. Ah, ja. Ein sehr interessantes Gerät. Können Sie uns etwas zu den Kristallen da unten erzählen? Ja, das ist eine Mischung von 12 unterschiedlichen Kristallen, wie zum Beispiel Rosenquarz, Bergkristall, grüner Achat, Bernstein, Goldfluss, blauer Achat, was haben wir da noch? Rauchquarz ist auch noch dabei, sozusagen. Und diese 12 Kristalle sind mir also genau in der Anordnung, wie sie zueinander situiert werden. Das habe ich eben bekommen in einem Channeling von Erzengel Michael. Genauso 1:1 habe ich das übernommen und war vom ersten Tag an sozusagen ein sehr guter und schöner Erfolg, der auch bioenergetisch messbar ist. Da gibt es also die Möglichkeiten mit Kirlian-Technologie die Chakren oder die Aura sichtbar zu machen. Sieht man genau, wie viel Prozent oder was für Säule das Chakra vorher gehabt hat und wie viel nachher. Dann gibt es noch die Messung Skalierik aus dem Bioscan-Bereich, das kommt aus der russischen Weltraumforschung, wo man also auch weiß, zum Beispiel, ich habe schwarze Punkte, das ist das Negativste, rote Dreiecke sind neutral und gelbe Punkte ist die optimalste Energie. Das heißt, ich habe immer oben ein Bild mit der Anfangsenergie und unterhalb ein Bild mit der weiteren Energie und je mehr gelbe Punkte ich unterhalb nach der Energieübertragung habe oder je weniger schwarze Punkte ich unterhalb habe, desto besser hat die Person auf die Energieübertragung reagiert. Da habe ich Messungen zum Beispiel bezogen auf die Hirnnervenkerne plus 21% energetische Verbesserung, bezogen auf die Hypophyse plus 26% energetische Verbesserung. Ohne dass man irgendwas aufschneiden muss oder sonst irgendeinen Termin braucht, sondern der Körper nimmt einfach nur genau diese Energie an, die zu dem Zeitpunkt optimal für ihn geeignet ist. Und das wissen die Kristalle. Ich weiß davon gar nichts. Ich bin nur der Übermittler der Energie. Ich bezeichne mich auch nicht als Heiler. Ich bin ein Kristalltechniker und Wassertechniker, der in der Lage ist, das, was er gesehen hat, in diesem spirituellen Rückführungserlebnis technisch umzusetzen und jetzt dann so wie die Menschen zur Verfügung zu stellen. Wer sich also für sowas interessiert, kann das entweder per Foto-Fernsitzung das erste Mal ausprobieren oder nachher auch in real direkt zu mir nach Salzburg zu kommen und das Ganze hier sozusagen selber zu probieren, ob und wie gut er das dann selber eben annehmen kann. Das ist ja wunderbar. Okay. Und dann werden Zuseher, wir werden es also sicher nicht die ganze Zeit jetzt da laufen lassen. Wir sehen uns das nachher gleich wieder. So, meine Damen und Herren,
Wir hatten jetzt mit diesem Kristallrad eine Fernübertragung nach München. Den Herrn haben wir jetzt am Telefon an der Leitung und jetzt wollen wir mal nachfragen, ob der Herr Radek etwas gespürt hat. Hallo Radek, hier ist der Herbert mit der Energieübertragung. Kannst du uns bitte erzählen, ob und was du eventuell von dieser Fernenergieübertragung wahrgenommen hast? Bitte. Stark in meiner Brust gearbeitet hat und ein Schleier, ein Flackern in den Augen, obwohl die geschlossen waren, war es wie so ein Fernsehflackern. Wir haben ja hier meine Chakren gemessen. Ja. Und da, so wie die Chakren vorher gemessen waren zu dem jetzigen Bild, haben die sich ganz schön in eine Linie positioniert. Das heißt, eine ausgeglichene Energie, kannst du ungefähr irgendetwas sagen von wo was vorher und wie ist es nachher? Nachdem ich hier wieder aufgestanden bin, war ich doch ziemlich ermüdet, aber ich fühle mich schon fit. Okay. Ist für mich ja auch was Neues. Also ich bin sehr offen für dieses Thema. Ich wollte mal schauen, ich befasse mich damit nicht sehr stark. Mhm. Und aber man sieht es halt bildlich, selbst auf dem Computer, aber nach der Messung, dass es halt erstaunlich ist, was es bewirkt hat. Das heißt, du hast bei dir zu Hause über den Computer irgendeine Art von Software, mit dem... Nein, ich bin bei einem Bekannten in München, ja? Wo wir diese Messung vorgenommen haben, Aura-Messung und Chakren-Messung. Cool, okay. Und ich vermute, das hat er mit der Kirlian-Technologie gemacht. War das mit der Kirlian-Technologie? Kirlian-Gerät, genau. Ja, okay. Also da kann man die Aura der Menschen aufnehmen. Ich befasse mich damit nicht so stark. Das sind meine ersten Erfahrungen und erstaunlich. Also war durchaus zum Empfehlen, sehe ich das richtig? Ja, absolut. Gut, dann sage ich herzlichen Dank für deine Rückmeldung. War wirklich ein Wink des Schicksals oder Resonanz, dass das genau heute zu dieser Fernsehsitzung gepasst hat. Und sagen wir bitte an Robert, der dich an mich verwickelt hat, einen schönen Gruß. Wir sehen uns demnächst wieder in Salzburg. Schönen Gruß von Salzburg nach München. Tschüss. Herzlichen Dank, werde ich ausrichten. Alles Gute. Danke. Tschüss. Naja, ist doch ein interessantes Feedback. Schön. Also er hat eine visuelle und eine körperliche Empfinden dann dabei. Also das habe ich auch im Rahmen meiner Studie des Öfteren gemacht, eine sogenannte Kirlian Biofeedback-Messung, bei der kann man tatsächlich die Chakren prozentgenau und auch die Aura, die Ausdehnung der Aura und auch die Farben, die Zusammenstellung messen. Und bei den meisten Personen wird das ganz schlicht und einfach ins Positive gedreht. Und das freut mich, dass das jetzt dann wirklich auf so einen kurzfristigen Weg geklappt hat. Im Normalfall sind das ganz normale Personen, die einfach nur Interesse zeigen, über Facebook Kristallsitzung zu mir kommen, wo ich die Energieübertragung mache und sie spüren es dort ein bisschen kribbeln und da ziehen und können die einen werden müde davon und schlafen selig ein, die anderen sind energiegeladen, dass sie in der Früh um 2 oder 3 noch immer ihr Lieblingsbuch lesen. Es ist also ganz unterschiedlich, die Kristalle wissen genau, wo, bei welchen Menschen sie welche Energie wohin geben. Und das ist einfach immer wieder erstaunlich, wie gut das wirkt und was da für Rückmeldungen kommen. Das ist sehr faszinierend. Ich freue mich schon, wenn ich es dann bei mir mal ausprobiere, weil ich kann ja noch gar nichts dazu sagen. Ja. Und schauen wir mal, wie das dann wird und dann kann ich meine persönliche Meinung dazu geben. So, jetzt sind wir also hier bei der Energieübertragung auf den Menschen. Dazu haben wir das Kristallgerät entsprechend höher gestellt. Ich habe vorher seine Energiewerte ausgependelt. Die Chakren und die Bubis Lebensenergie. Und jetzt werden wir 7 Minuten Energieübertragung einschalten. Schaut dann so hier aus. Rechts drin der Wirkung. Du hast hier einen zusätzlichen Kristall in der linken Energieaufnahme in der Hand. In der ersten Minute kannst du dich komplett runtergeben.
Dafür habe ich hier oben in dem Bereich einen zusätzlichen Kristall, der für das Scheitelchakra zuständig ist. Der ist die ganze Zeit aktiv. Nach einer Minute, Scheitelchakra ist die Chakrenfarbe violett, die kann man dann hinzuschauen. Nach einer Minute gibt man dann den Kristall hier auf das Stirnchakra, damit also die Energie von oben sozusagen rein, Stirn, Hals, Herz und geht nach unten runter. Also pro Minute ein Chakra. Ganz genau. Eine Minute Energieübertragung pro Chakra reicht hier sozusagen vollkommen aus. Wir schalten jetzt um auf Blau für die Stirn. Jetzt gibst du den Kristall bitte auf die Stirn rauf. Und zwar senkrecht. Senkrecht heißt, über diesen Kristall wird Himmelsenergie und die Erdenergie über den senkrechten Kristall miteinander verbunden, sodass die rotierende Energie auf diese einzelnen Chakrenpunkte sozusagen hineingeleitet oder geführt werden. Das ist sowas wie ein Trichtereffekt, würde mir erklärt. Und auch diese Idee mit dem 13. Kristall habe ich von einem sehr energetisch arbeitenden Menschen, das ist der Herr Dr. Dieter Stelzer, bei dem ich einen Kurs gemacht habe, wochenlang über spirituelles Heilen. Wer sich damals hineingestellt hat, war sofort die Rückmeldung da, linkes Auge, rechtes Knie, hier wird energetisch gearbeitet, wunderschöne Energie und gibt den Menschen einen zusätzlichen Kristall in die energieaufnehmende Hand, sodass die Energien genau wissen, auf welche Chakra sie jetzt eine Minute lang ausgelegt werden. Ich spüre schon wirklich auf der linken Schädelseite so einen Druck. Okay. So was möglich. Wir gehen weiter auf den Hals bitte, hellblaue Energie. Eine Minute. Und bei der Fernenergieübertragung ist es standardmäßig so, dass ich die Person einfach hinlegen kann und idealerweise einen Rosenquarzkristall in der linken energieaufnehmenden Hand auf Herzchakra auflegen und dann einfach mal hineinspüren, ob und was sie eventuell davon wahrnehmen. Wir gehen weiter auf das Herzchakra, Chakrafarbe grün. Herz natürlich das wichtigste Chakra überhaupt, die Rosenquarzkristalle oben funktionieren übrigens über das Herz und über das Blut auf den ganzen Körper sozusagen. Während dieser Energieübertragung kannst du auch bewusst etwas dazu mitmachen, und zwar Atmung. Bewusst durch die Nase positive Energie einatmen und durch den Mund alles Negative ausatmen, was dich den heutigen Tag, die Woche, das Monat oder das ganze Jahr über geistig belastet hat. Jetzt ist die richtige Möglichkeit, diese Energien loszuwerden. Wir gehen weiter auf Solarplexus, gelb, bisschen weiter runter, Nabel. Es gibt auch Anwendungen, wo ich hier zu diesem Zeitpunkt eben über Kopfhörer so eine Chakra-Frequenztöne mit einspiele. Jetzt ist es ein bisschen unnützig gewesen, wenn man miteinander sprechen und er auch hören möchte, was ich hier dazu sage. Aber im Normalfall ist das eine Kombination aus verschiedenen Techniken. Kristalle, hochschwingendes Wasser, Rotation, Blume des Lebens, Kornkreisenergie, 13. Kristall, die Rotation, Chakrafarben, Chakrafrequenztöne, Kornkreisenergie, eine Aura-Reinkarte. Also eine Mischung, bei der ich ganz schön mal drauf gekommen bin, dass in der kurzen Zeit sehr, sehr energetisch wirkt und das eben auch über die Entfernung. Das nächste Chakra ist sakral, weiter unten, orange. Kannst du noch ein bisschen weiter runter gehen? Ja. Du bist aber einer ohnmächtig geworden. Bitte? Du bist aber einer ohnmächtig geworden. Bis jetzt, Gott sei Dank noch nicht. Aber vom Kribbeln über Kitzeln, über Lachanfall, über Lachanfall. Hitze, über Kälte, über was auch sonst immer. Wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und die Kristalle holen jeden Menschen dort ab, wo er gerade eben steht. Und das kann eben im Hals ein Kribbeln sein, das kann genauso gut heiße Fußsohlen sein, wie wir heute gehört haben.
heißt Verwurzelung, Erdung sozusagen. Die Leute, die energetisch arbeiten mit Reiki, die spüren es meistens sehr stark in den Händen, dass die Chakren sich wieder öffnen und aktiviert werden. Also es gibt die unterschiedlichsten Rhythmen. So, und jetzt für Wurzelchakra machen wir es bitte ausnahmsweise ein bisschen anders als für den Kristall. Den lege ich jetzt an hier unten zwischen die Füße hinein. Das hier ist Verwurzelung über die Fußreflexzonen und die Meridianendpunkte. Das hier wäre standardmäßig schon die Zeit von 7 Minuten. Wir haben jetzt hier gerade erst angefangen, also ein paar Sekunden finden wir noch. Aber im Prinzip ist eine 7-minütige Energieübertragung ausreichend, um die meisten Menschen energetisch wieder in ihre Mitte zu bringen. Dieses alte Wissen, die Schattenenergie zu erhöhen, die Meridianenergie auszugleichen und sonstige energetisch messbare Dokumentationen zu machen, so wie Herzratenvariabilität oder Meridianmessung und so weiter, das ist mein Zugang, um also das leicht esoterisch oder energetisch angehauchte Thema auf einen wissenschaftlichen Standpunkt weiterzuführen, dass man also wirklich auch den Menschen, die von sich aus glauben, dass sie überhaupt nichts spüren, trotzdem sieht, es tut sich was. Und das kann man eben mittlerweile wissenschaftlich mit Biofeedback-Geräten sehr gut nachvollziehen. Gut, das wäre im Prinzip die Kristallenergiesitzung gewesen. Darf ich dich fragen, du kannst jetzt wieder rausgehen. Darf ich dich fragen, ob und was hast du hier für dich wahrgenommen? Schon sehr interessant. Ich habe ja mal so eine Infrarot-Liege mal benutzt gehabt, ja? Die spricht ja immer auf die Regionen an, wo es hapert. Ja? Und komischerweise, das habe ich damals da gehabt, in den Lendenbereich da hinten. Und das habe ich jetzt da auch gespürt, in dem Bereich, ja. Also ich muss da schon eigentlich wahrscheinlich da irgendwas gehabt haben oder haben, ja. Okay. Kehlkopf habe ich ein leichtes, wie beschreibe ich das? Kribbeln, Kitzeln? Eher unangenehm. Okay. Ja, also so ein Druck, möchte ich sagen, ja. Gibt es auch was sehr Interessantes dazu zu sagen, es kann durchaus vereinzelt vorkommen, dass die Menschen meinen, okay, jetzt habe ich was Energetisches gemacht und auf einmal geht es mir aber trotzdem irgendwie ein bisschen schlechter. Da gibt es den sogenannten Kurschatten-Effekt. Wenn du ein ganzes Jahr lang geprasst hast in deinem Leben und viel gegessen und die falschen Energien und so weiter und dem Arzt wird es dann irgendwann einmal zu bunt, er schickt dich auf Kur. Dann kriegst du von einem Tag auf den anderen auf einmal vegetarisches Essen, Bewegung, gesundes Leben und so weiter. Und am zweiten oder dritten Tag kriegst du auf einmal Hautausschlag, Durchfall, Brechen und so weiter, wo man sich denkt, halt, was ist denn da jetzt an los? Findet ein Kampf statt. Ich komme her zu euch, damit es mir besser geht. Lieber Arzt, sag mir, warum geht es mir jetzt denn eigentlich schlechter? Und die Rückmeldung von den Ärzten ist dann mir persönlich auch schon gegeben worden, diese Info. Ja, das ist ein Zeichen, dass der Körper reagiert. Wenn ich vorher immer nur negative Energie, schlechtes Essen, zu hastig, keine Auszeiten, keine Ruhepausen gehabt habe und auf einmal kriege ich eine sehr positive Energie hinein, dann muss das Negative den Körper verlassen können. Und alles, was bei dir jetzt im Körper gelöst wurde, kann über Wasser am besten den Körper verlassen. Das heißt also, dieses Kribbeln im Hals ist eindeutig ein Zeichen, bitte trink Wasser und damit es dir nachher eben besser geht. Na, sehr schön. Noch irgendetwas? Ja, ein leichtes Schwindelgefühl habe ich. Darum habe ich schon zuerst gefragt, ob das schon mal einer ohnmächtig geworden ist. Ja. Und ich glaube, mehr kann man dann, es wird sogar noch mehr schwindelig. Okay. Und wenn man es mal setteln lässt, dann kann man nach ein paar Tagen so noch mehr, glaube ich, natürlich, sagen. Natürlich, bitte. Das war jetzt ein kurzfristiger Energieschub in höchste Regionen. Und das wirkt natürlich auch eine gewisse Zeit nach. Aber ich darf schon sagen, Wirkung spürt man schon. Also, gar keine Frage. Ja. An dich bitte, heute in der Nacht, wenn du irgendwelche Fragen an die geistigen Welt hast, durch diese Öffnung aller Chakren der Prana-Röhre, stell die Fragen und es werden dir verbesserte Antworten kommen. Und schreib dir die in der Früh gleich auf. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ja, danke für den Tipp. Gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben nun dieses Gerät gesehen,
Wir haben besprochen, was man machen kann für Fukushima. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Beitrag von der Manuela und von Herbert. Und ich würde mal sagen, das letzte Wort erteile ich jetzt der Manuela und dann den Herbert. Also ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, das Ganze da publik zu machen. Und bedanke mich zugleich auch bei allen Menschen, die sich daran beteiligen werden, an dem Projekt zur Rettung der Menschheit. Und das Ganze ist im höchsten Nutzen und Wohle für die Menschen, für die Tiere, für die Erde und für die Umwelt. Dankeschön. Auch ich sage danke für die Möglichkeit. Ich habe jetzt doch mittlerweile schon knapp 6 Jahre hineingesteckt und es ist jetzt das erste Mal, dass man in größeren Rahmen diese Energie zur Verfügung stellen kann. Das freut mich sehr. Und ja, mal schauen, was eben daraus wird, solange also die technische Wirksamkeit dieser Kristallenergetisierung zur Reduzierung der nuklearen Radioaktivität tatsächlich nachmessbar ist, würde ich mal sagen, hat sich dieser Abend zur Informationsverbreitung durchaus ausgezahlt und ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier vorzubringen. Und das würde mich freuen, wenn dieser Beitrag sozusagen gut ankommt und die Menschen erreicht. So schaut das Gerät hier aus. Würdiger Abschluss. Schaut dann hier so aus. Und da werden dann einfach diese Kristalle aufgegeben. Und den Abspann bekommt ihr noch die Link-Anweisungen, dass ihr auch in Herbert und die Manuela finden könnt und euch an diesem wunderbaren Projekt für die Kristalle für Fukushima euch beteiligen könnt. Wir würden uns freuen, wenn sich bei uns Musiker melden würden, die für uns die Erkennungsmusik komponieren könnten. Als Gegenzug würden wir dann auch ein schönes Musikvideo für euch gestalten. Schalten Sie uns wieder ein, es würde uns freuen und seien Sie behütet und beschützt. That you don't.